Bruder Ismail. Alaikum salam, Bruder Ali. Du möchtest uns heute was erzählen? Ich würde gerne erzählen, wie ich zum Islam gefunden habe. Bitte schön, Bruder. Zuerst möchte ich mich noch einmal vorstellen. Ich bin Bruder Ismail. Diesen Namen habe ich mir rausgesucht, weil er mir gefällt und in der Religion, in der islamischen Religion tief verwurzelt ist. So, ich bin also, wie gesagt, Bruder Ismail, wurde 1971 in Deutschland in Nürnberg geboren, wuchs heran als ein normales Kind, habe viel Sport getrieben, war auch sehr erfolgreich. In meinem Jugendalter und in meinem Erwachsenenalter habe ich dann begonnen, Alkohol zu trinken, habe leider auch mehrere Straftaten begangen, habe Geldspielautomaten gespielt und so weiter und so fort. Irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich mein Leben verändern wollte. Bruder, wie bist du ausgerechnet zum Islam gekommen? Also es war so, ich war in einem Restaurant und habe begonnen, mich auf Gott zu besinnen und habe an ihn gedacht und habe gedacht, dass ich so nicht mehr leben möchte. Habe dann darüber nachgedacht, wie kann ich Kontakt mit Gott aufnehmen, wie kann ich zu ihm sprechen. Und habe dann einfach mit den mir zur Verfügung stehenden Worten zu Gott gesprochen, habe ihn darum gebeten, mir zu helfen, mein Leben zu verändern. Dies habe ich mehrere Stunden lang getan, bis ich dann nach Hause ging. Und zu Hause, wie ich dann war, habe ich weiter zu Gott gesprochen, zu ihm gebetet. Ich wusste ja nicht, wie man betet oder wie man zu Gott sprechen sollte. Das habe ich so lange getan, bis sich um mich herum alles veränderte, meine Sinne sich veränderten, meine Wahrnehmung sich veränderte und mein Körper fast schon vibrierte. So lange habe ich gebetet, ich glaube es waren 3 oder 4 Stunden. Und heute kann ich sagen, Gott hat mich spüren lassen, dass es ihn gibt. Denn die Zeit war relativ, währenddem ich mit ihm gesprochen hatte. Es ging weiter und an vielen Tagen besann ich mich an Gott und es liefen mir dann an verschiedenen Tagen mehrere Menschen über den Weg, die mich dann auf der Straße auf einmal fragten, glaubst du an Gott? Und ich bejahte dies. Zum einen waren das einmal die Zeugen Jehovas, die mich auch einluden, zu ihnen zu kommen. Das habe ich auch einmal getan, aber ich distanziere mich von dieser Gruppe. Dann lief mir zur gleichen Zeit ein Bruder über den Weg, Bruder Musafer, mit dem ich mich schon vor früheren Zeiten, wir kannten uns schon aus der Schulzeit und wohnten im gleichen Viertel. Und so brachte ich in Erfahrung, dass er Muslime ist und dass er von Gott viel Wissen hatte und dass er von der Religion viel Wissen hatte. Wir unterhielten uns viel und ich arbeitete nicht unweit von seiner Arbeitsstätte, denn er hatte eine Pizzeria. Ich besuchte ihn nach der Arbeit, trank dort ein Getränk oder aß mal eine Pizza. Und so kam ich in den Genuss, viele Informationen über die Religion in Erfahrung zu bringen. Er lud mich auch ein, mit einmal in die Moschee zu kommen. Da lernte ich die Moschee kennen, lernte kennen, wie man sich vor Gott niederbeugt, niederwirft. Denn er hat mir gezeigt, wie das rituelle Gebet abläuft. Das habe ich in Erfahrung gebracht. Und so vergingen die Tage und er lud mich dann auch mal ein, mich mit mehreren Gläubigen zu treffen. Diese Einladung nahm ich dann an, kam mit her und brachte in Erfahrung, dass diese Menschen alle sehr herzlich waren, Wärme gaben, dass sie hilfsbereit waren, kontaktfreudig waren und dass sie sich mit mir unterhielten. Ja, und das gab für mich den Anlass, dass ich mich freute, dass ich zu diesem Treffen gehen konnte. Wie kommst du als deutscher Muslim in dieser Gesellschaft zurecht? Also in deinem früheren Freundeskreis zum Beispiel? Wie nahmen deine früheren Freunde das an? Ich habe mich von diesen Freunden, von diesen sogenannten Freunden distanziert, weil ich Gott sei Dank etwas Wissen bekommen habe, worüber ich heute sehr glücklich bin und dankbar bin. Dankbar Gott gegenüber, vor allem alle Lobpreisung und Danksagung gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Ich habe mich distanziert von diesen Menschen, weil sie ein anderes Leben hatten. Sie hören Musik, sie gehen in Disco und tun all das, was ich hier nicht mehr wollte. Und so hat sich diese Veränderung gefestigt in meinem Leben. Und so hatte ich eigentlich in dem Sinn ja nur noch euch Brüder und Schwestern. Was ich vergessen habe, vorhin zu erwähnen, ich ging dann so oft in die Moschee, so oft ich nur konnte und habe dann das Glaubensbekenntnis dem dort ansässigen Hodscha nachgesprochen
und wurde so in den Islam aufgenommen, so Gott will. Bruder, was möchtest du heute den Nicht-Muslim und den Muslim mitteilen? Also in erster Linie möchte ich den Nicht-Muslimen mitteilen, dass ich, Lob sei Gott, den Koran auf Deutsch lesen durfte und dass ich dem Koran viele Sachen entnehmen konnte, die man im Leben, in seinem Leben einbauen kann, um sein Leben zu verändern, um Gott zu dienen. Und was für mich das Wichtigste ist, den Nicht-Muslimen mitzuteilen, ist, der Koran ist eine Bestätigung dessen, was im Evangelium und in der Tora steht. Also er ist praktisch ein Buch herabgesandt auf den edlen Propheten, sallallahu alaihi wa alihi wa salam, der einfach nur bestätigen soll, dass die heiligen Schriften, die heiligen Bücher zu beachten sein sollten und dass der Koran die unermessliche Barmherzigkeit von Gott ist, die er nochmal nachträglich herabgesandt hat, um dass die Menschen in Erfahrung bringen dürfen, dass es Gott gibt und wie man ihm dienen sollte und was für welche Sachen zu tun sein sollten. Ja, und ich bin Gott so dankbar dafür, dass ich den Koran lesen durfte, und den Nicht-Muslimen kann ich nur ans Herz legen, hab keine Angst vor dem Koran, denn er ist eine Barmherzigkeit, eine Gnade Gottes, nichts anderes. Und den Muslimen möchte ich sagen, auch zum Ersten möchte ich sagen, ich danke euch, dass ihr mich aufgenommen habt in eurer Gemeinschaft, und haltet an eurem Glauben fest, stärkt euch innerlich in eurem Glauben, denn es gibt eigentlich nichts, was schöner ist wie der Islam, die einzige wahre Religion in meinen Augen und in meinem Herzen. Denn ihr habt mich alle so freundlich aufgenommen, mit Respekt begegnet und habt mich so viel wissen lassen, Informationen gegeben. So hat Gott es gewollt, dass ich diese Informationen in Erfahrung bringe, und jetzt möchte ich euch zurückgeben, denn ich weiß, oder ich traue mich sagen, ich wurde recht geleitet, Lob sei Gott, und haltet daran fest, stärkt euch und lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen. Wo wir können, möchten wir helfen, und der Islam ist eine friedliche Religion, so habe ich die Erfahrung gemacht, und mehr kann ich euch im Moment nicht sagen. Außer, dass ich mich ganz herzlich bei Ahlul Bayt Kulturverein und speziell bei der Ahlul Bayt Jugendgruppe bedanken möchte und hoffe, dass wir weiterhin gemeinsam aktiv unsere Religion, in unserer Religion Informationen austauschen können und diese auch ausleben können. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Vielen Dank, Bruder.